Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013 auf der Australien-Map mit dem Guten. Jo, hallo. Ja, grüßt euch Leute. So, ich musste den Vollernter leider nochmal zurücksetzen zum Händler. Ja, weil ich habe das rote Aggregat vergessen. Peinlich, peinlich. Ja, kein Ding. Ich werde in der Zeit jetzt mal für Anseeapparate sorgen. Genau. So. Die eine Seemaschine hast du jetzt schon mit runtergenommen. Ja, und die zweite ist gerade auch auf dem Weg, also. Ah ja, super, dann läuft das ja richtig. Eine dritte haben wir nicht, ne? Doch, haben wir. Haben sogar drei, okay. Wir haben drei, aber ich weiß nicht, wo die andere steht. Vielleicht oben an der BGA? Könnte sein. Oder an der Farm an der BGA da? Weil wir haben ja nur Mais. Die ist ja Mais und Rüben. Oder? Ganz oben steht die nicht, oder? Bei der alten Farm? Nee. Ganz oben habe ich bei 1, 2, 3, da habe ich gerade eins weggeholt. Eine der Maschine. Und die vom Händler hast du auch schon geholt? Ja. Ah ja, also, und eine steht unten unterm Dach bei der BGA. Okay. Aber also bei dem Rübenfelder. Genau. Da können wir schon mal das Riesenfeld mit drei Seemaschinen ansehen, das ist schon mal sehr gut. Obwohl vielleicht besser nur zwei, also am jeden Ende so zwei. Und eine in der Mitte. Ja, aber eine in der Mitte, ich weiß nicht, ob das dann... Ja, müsste man mal ausprobieren, wie glatt das alles so läuft mit den Helfern. Ja. Aber jetzt haben wir so ein bisschen das Highlight-Feld, ne? Jetzt haben wir das Highlight-Feld. Highlife und Konfetti. So, scheiße. Wir fahren gleich durch die OGF-Farm und da war ich wirklich, glaube ich, in diesem Let's Play noch nie. Nee, ich glaube ich auch nicht. Wann oben ganz lange. Wir haben uns auch eigentlich immer so ein bisschen so von, ja, weiß nicht. Wir waren nirgendwo so ganz heimisch. Ja, das stimmt. Es sind irgendwie die wandernden Farmer. Ja. So von einem zum anderen. Wobei ich dieses Konzept auf einer Seite ziemlich gut finde mit den so vielen, ja, Öfen, aber auf der anderen Seite, ah, wenn man alleine ist oder so, dann ist es irgendwie komisch. Alleine ist es einfach zu weit verteilt. Ja, ich finde, die Map ist generell, ich weiß gar nicht, das ist eine Vierfach, oder? Also ob es eine Vierfach ist, weiß ich nicht, weil ich habe noch nie auf einer Vierfach gespielt. Vierfach ist Micmap Zelle zum Beispiel oder Mayenburg, die hast du doch schon mal gespielt beim Sachse. Der spielt. Ach, die Mayenburg, die ist vierfach? Die ist vierfach, ja. Ja, könnte die Größe sein, ja. Obwohl ich ab und zu kommst du mir doch ein bisschen kleiner vor. Ich glaube, das wirkt bei der Map auch noch ein bisschen anders, weil die so sehr platt ist. Ja. Das ist ja im Prinzip höchstens mal ein kleiner Hügel oder ein Gebäude, was die Sicht irgendwie verhindert. Das stimmt allerdings. Also generell, es gab ja danach noch die OGF-Map Bayern. Die fand ich jetzt so eigentlich, auf jeden Fall, was Kollisionsboxen und so angeht, da ist ja OGF eigentlich für bekannt, dass das häufiger mal ein bisschen daneben geht. Ja, gerade auf dieser Map hier. Ja, und ich glaube auf der USA war das auch nicht alles ganz so clean. Nee, da war auch nicht. Aber die USA, ich weiß nicht, die hat mir dann, im Ende hat die mir nicht mehr gefallen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde die OGF im ersten Moment, ist immer so beige, geil, geile Details und so. Ja. Und dann, das ist jetzt wirklich so geil. Wird's irgendwie öde, ne? Ja, irgendwie so bestimmte Sachen haben sie nicht so. So, also Helfer laufen jetzt zwei, oder? Ja, im ja, Moment also schon. Können wir auch nur zwei einstellen. Das gut. Wird nichts. Also ich kann jetzt keinen Helfer mehr starten. Müssen wir mal schauen, ob wir jetzt mit zwei Vollerntern. Die haben ES-Limiter gar nicht drin. Nee, stimmt. Wieso haben wir keinen ES-Limiter drin? Persönlich. Natürlich etwas ärgerlich. Ja, können wir kein Vollgas, ne? Da können wir kein Vollgas, genau. Kein Knallgas. Schade. Knallgas ist dann wohl heute aus. Wird's natürlich dünn mit Feld, mit dem großen Feld. Die Zuschauer müssen verwirrt sein. Ja. Denken sich auch, nein, was tun die da? Die ganze Zeit alles so klar strukturiert und jetzt auf einmal drehen sie frei. 6 Millionen Kredit. Drehen sie frei.
Jetzt hakt's aus. Jetzt ist Holland in Not. Wie viel Kredit hatten wir eigentlich aufgenommen bei Mega? 1,7, ne? 1,59. Okay, und da stehen ja nur noch 600 unten, ne? Da stehen, ich glaube 790. Oder 790. Aber wir haben schon ganz gut was gekillt, aber wichtig ist halt, dass man alles direkt in den Kredit buttert. Dann, ja, weil die Zinsen, die fressen einen auf. Ja. Ich glaube, beim ersten Mal hatten wir gute 100.000 als Rate. Ja. Und man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch noch massenhaft an Raps im Lager, wo, wenn da mal eine große Nachfrage kommt, da ist der Kredit fast bedient, ne? Ja. Aber das müssen wir dann natürlich auch alles direkt in den Kredit, damit wir davon halt wegkommen. Ja. Oh, ich bin da sehr gespannt, was wir da noch so treiben. Ja, das wird auf jeden Fall noch lustig. So, die zwei Vollernter stehen jetzt schon mal am Feld 31 bereit zur Ernte. Ja, da stelle ich dann meinen hier gleich dazu, den Tiger. Den letzten. Aber das sieht doch mit 30 km/h an. Echt? Welcher? Ja. Der Fendt 939. Der John Deere auf jeden Fall nicht. Da habe ich das nämlich gesehen. Der macht 13. Kann auch sein, dass der ES-Limiter verbaut hat. Das kann sein, ja. Wie sieht das hier aus? Hast du die Vollernte einfach ans Feld gesetzt und schon mal mit Helfer starten lassen? Nee, oder? Geht ja nicht mehr, Helfer. Ach ja, okay. Geht nicht mehr. Aber da, wo du jetzt hinfährst, da stehen auf der anderen Seite. Also steht jetzt einer unten an der Ecke, einer oben an der Ecke. Ja, da wo ich jetzt, da steht jetzt noch einer mehr. Ja, also die würden jetzt aber genau aufeinander zufahren. Das ist ärgerlich. Da müsste man sich in der Mitte ausweichen. So. Du hast jetzt quasi schon den Anhänger. Genau. Nicht nur quasi, sondern ganz oh, und gar. Das Feld ist so brutal groß, das ist ja Wahnsinn. Alter. Da waren das 21, meine ich. Ne? Ist das ekelhaft. Ist schon ein bisschen, ne? Ja. Boah. Man weiß schon fast nicht, ob das geil oder eher so kaputt ist. Das ist heftig, das ist mehr wie heftig. Also die drei Vollernter fallen auf dem Feld gar nicht auf. Ja, bräuchte man eher, wenn man da mal 8 in einer Reihe oder so hätte. Oh, so 50 Meter versetzt. Wollen wir mit den zwei Vollerntern mal losjingeln? Können wir machen, ne? Können wir tüdeln. Schnappen wir uns mal ein. Ich sitze jetzt in den ich gerade auch hier hingestellt habe, der vorhin schon, also unser Ältester. Ja. So, und dann Tempo mal 2 geht, glaube ich, gar rüber, ne? Was hast du für ein Problem? Ich kann den Vollernter nicht anmachen. Du musst gucken, was du ausgewählt hast, ne? Den Vollernter. Ja, und Schneidewerk muss ja auch anmachen. Ach so. Ja, alles hochkomplex. Ach, Erntemaschine aufklappen, ja, das wäre vielleicht erstmal wichtig. Das Ding ist schon ein kleines technisches Wunder. Ja. Ich glaube, der ist jetzt auch 4 Monate alt oder 5. Ja. Das ist eigentlich auch krass. Kommt mir vor, als wäre der noch so das neue Sahnestück, mehr oder weniger. Ja, das stimmt. Aber der ist schon eine ganze Weile auf dem Markt. Ja, August kam der, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. So, einmal auf 15 km/h und dann rollt der erste Vollernter. Ja, meiner ist auch am Juckeln hier. Ich weiß gar nicht, kann man. Oh, jetzt geht sogar der Helfer rein. Wieso geht jetzt der Helfer rein? Vielleicht, weil ich den Rübenernter ja nicht mit einer Helfer anhab gerade. Ah, also laufen jetzt doch 3 Helfer. Also 3 gehen wahrscheinlich dann. Ja, warte mal, da fahr ich den mal. Guck mal, ob du noch einen Helfer reinkriegst jetzt. Ich krieg noch einen Helfer rein. Ernsthaft? Ja. Dann laufen jetzt schon 4 Helfer. Das kommt wohl hin. Müssten wir ja glatt mal schauen, ob die dritte Seemaschine auch noch gehen würde. Warte mal, wo haben wir denn... Boah, jetzt metert er hier richtig. Was haben wir denn noch für einen Traktor? Der fährt schon, der fährt auf. Ey, haben wir nichts mehr. Außer den Case.
Ja, dann schmeißen wir eben da mal schnell die Seemaschine dran. Aber der Magnum steht da auch noch irgendwo, glaube ich. Ach ja, der Magnum. Der wird auch was wegziehen. Aber diese Weiten von diesen Feldern, das ist unglaublich. Ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. Vor allen Dingen, das ist ja hier, weiß ich nicht, Steppe, Prärie. Ja. Das ist ja so, da kriegst du die Meter gar nicht um. Aber ich glaube, das macht auch in Real Life dann keinen Spaß auf so einem Feld, wenn du da eine halbe Stunde auf einer Bahn unterwegs bist. Stell dir mal vor, du säst da mit einer 3 Meter oder so. Ah, ich glaube, das wird nichts. Alter, ah, doch. Also wenn ich mir so überlege, eine 3 Meter ist ja eigentlich relativ verbreitet, so. Ja, aber meinst du auch in Australien bei diesen gigantischen Feldern? Ja, aber mal ehrlich, der Bauer, der nimmt sich da, anstatt einmal eine Maschine für 100.000, 150.000 zu kaufen, kannst du besser deine 3 Meter nehmen und brauchst da 2 Tage länger. Ja, gut. Weil da geht's nicht so ganz so sehr um die Zeit wie bei uns hier. Bei uns ist ja eigentlich, 4 Parts ist ja schon für ein Feld, sage ich mal, lange. Ja, das stimmt. Und da wären 4 Parts ja eine Stunde, da hast du gerade deine Wiese fertig. Ja. Je nachdem, was man halt macht. Also sie haben unglaublich, also er zieht schon die 3. Bahn auf den großen Feld. Oh, ist ja ätzend. Kriegst du die Meter nicht weg? Nee, gar nicht. So, ich versuche den jetzt mal in der Mitte noch zu starten. Das ist wahrscheinlich ungefähr so groß wie alle Felder im Megaprojekt zusammen. Ja. Ich meine, im Vollernter kriegst du ja auch auf einer, also einmal hin und zurück. Ah, Moment, ich könnte wissen, woran das liegt. Voll. Es könnte sein, weil wir 4 Spieler aktiviert haben, dass wir deswegen 4 Helfer. Weiß es nicht. Das kann ich nicht mehr sagen. Als ich das letzte Mal so privat gehostete Spiele, als ich mich damit noch mehr befasst habe, da war, glaube ich, Januar. Ah, okay. Januar, Februar rum, da habe ich relativ viel gemacht. Aber da habe ich mir dann halt auch diesen More Multiplayer Helfers Mod geholt. Also ein 5. Helfer wird leider nichts. Möchtest du mal den Road Train abfahren? Kann ich machen, ja. Ist er voll? Fast. Hier kriegst du nicht mehr rein. Und vielleicht ist er so noch ein bisschen schneller. Ich werde jetzt hier vielleicht mal ganz kurz tauschen. Mal den Johnny hier mal kurz ablösen. Mal gucken, ob der Case das schneller schafft. In der Geschwindigkeit. So, ein Moment. Aber wir könnten das ausprobieren mit den 4 Spielern. Du kannst ja in deinem Interface. Habe ich schon auf 9 Grad hoch. Und meinst du, das geht? Ja, es ging jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man das Spiel da erst neu hosten muss wieder. Ah, nee, eigentlich nicht. Das kannst du da ändern. Ja, geändert habe ich es. Also ich habe auf 9 Spieler hoch oder auf 8 Spieler. Ja, und dann geht es auch direkt. Dann könnt ihr jetzt noch mehr joinen. Deshalb denke ich mal, dass vielleicht allgemein 3 dann die Grenze ist. Aber wir haben ja 4 gerade laufen. Ja, dann ist 4 wohl die Grenze. Ja. Ah, der ist schon mal mit 25 km/h unterwegs. Das ist gut, der Case. Oh, das zieht aber weg. Ja. So, Rolltrain hat auch 89%. Ist ganz oben, ja? Ja, bis ganz oben, ja, bis zur alten Farm. So. Fahren wir hier mal eine schöne Runde rum. Na, wie viel schafft er? Ja, 40 km/h, du. Nee? 45. Ah, ich darf den Ernter nicht anschalten, also den Helfer nicht machen lassen. Wo? Also ich habe gerade versucht, auch meinen Helfer einzustellen, aber der ging nicht. Na, wie viele Helfer laufen jetzt? 4, oder? Wie viele Rübenhelfer haben wir gerade? Ich glaube 5 laufen, oder? Ne, 2x Rüben, 2x Seemaschine. Weil hinten so. Da steht jetzt irgendwie. Ja, dann passt es. Ja. Ja, 50 schafft er jetzt. Oder die Helfer kündigen sich dann gegenseitig. Das kann sein. Mal gucken, ob ich hier noch ein paar km/h rausquetschen kann. Oh. 15 ist Maximum. Naja, da gehen sogar etwas mehr. 17. Ja, 17. 17.
Dann hast du aber schon, dann fährst du auch schon auf gut durchbluteten Gasfuß. Und ich gerade, kann man irgendwo noch eine schöne Kamera oder so anmachen? Ist ja doch ein relativ schickes Cockpit. So, Mist. Ich glaube tatsächlich jetzt hier eine Schleife fahren, um hier umzulenken. Ja, der Rolltrain ist dann doch länger als gedacht. So. So passt's. Und der Rübenernter haut doch ein bisschen mehr weg als gedacht. Ja. So. Also drei davon, die machen schon Meter. Auf jeden Fall. So, na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hier auf der Australien-Map. Und erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv. Und bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.